Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir sind heute wieder am Start mit einem neuen Diss-Track von Jackie von Cracky aka dem Sensenmann, ja. Wir haben nämlich jetzt den Katja Krasavice. Wie soll man sagen? Katja Krasavice. Nee, Katja Krasavice. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Auf jeden Fall den Diss gegen Katja haben wir jetzt, ja. Ich muss dazu sagen, mittlerweile, ich habe nicht mehr so wirklich was gegen Katja. Also ich mag ihren Content und ihre Mucke nicht. Aber sie als Person ist, glaube ich, sehr korrekt tatsächlich, weil sie in den Videos von anderen YouTubern, wenn sie irgendwo dabei ist, immer sehr korrekt wirkt. Bedeutet, ich habe jetzt keinen Hasskick auf sie, so gegen wie gegen Juoli oder whatever. Wisst ihr, was ich meine? Und ich hoffe, dass dieses Mal die Post vom Anwalt nicht kommt, wenn ich mir diesen Song ansehe. Freunde, zwinker, zwinker, ihr wisst, was los war. Deswegen bin ich gespannt, was Jack gegen Katja zu sagen hat. Und ich hoffe, wir haben eine gute Zerstörung von der Like-Dislike-Welt. Das sieht sehr gut aus. Aufrufe gehen auch fit. Link zum Original in der Beschreibung. Let's go. Crack Movie, Leute. Let's go. Was bringst du für nen Dreck? Jeder weiß, du bist nicht außer eine Scheißhure, die rappt. Du Pflegefall, nach nem Arschweg von mir hält dein Drecksloch mehr als der Regenwald. Oh. Oh, die Regenwaldline, die war schon gut, Alter. Oh, die war schon gut, die Regenwaldline war ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen fies, aber war Real Talk in dem Sinne, ja. Pflegefall, nach nem Arschweg von mir hält dein Drecksloch mehr als der Regenwald. Oh, mach nicht auf Beauty Queen. Nach diesem Track von Jackie gehst du direkt Suizid. Was ist das für eine lange Nase? Ich geb dir eine Schelle, du fällst hin. Und es entstehen neue Trampelfade. Du hast wirklich keine hübsche Schnute. Und der Riesennasenflügel bist du Fünflochstute. Du musst dich verpissen. Boxt man dir ins Face, man zurück in den Luftkissenlippen. Katja, während ich Drogen verticke, lässt sie sich von ihrem Dobermann ficken. Zeit, es zu Ende zu bringen. Bei deiner Henkersmahlzeit willst du Schwänze verschlingen. Lass die komische Scheiße. Ich wünsch dir einen guten Tag, doch nur ironischerweise. Du musst mit deinen Porno. Boah, ich mag diese Stimmlage. Die ist noch ein bisschen. Die ist nicht ganz so kratzig, die ist einfach ein bisschen tiefer, diese Stimmlage. Boah, die mag ich gerne, Alter. Ich wünsch dir einen guten Tag, doch nur ironischerweise. Du musst mit deinen Pornotitten ständig aufpassen, nicht nach vorn zu kippen. True. Du bist dieses Leben nicht wert. Du bist wie ich, weder Seele noch Herz. Du fährst im Ferrari täglich umher, aber ich bin dein Gegenverkehr. Hier kommt der lyrische Sensenmann. Mach nicht auf Star, du bist sicherlich nicht weltbekannt. Zu Boss Bitch hast du dich selbst ernannt. Ich stecke dich samt deinem Scheißpelz in Brand. Nach einem Punch hat man den Kiefer knacken und die Riesentitten gegen die Knie klatschen. Boah, wie er das immer beschreibt, nach einem Punch hat man den Kiefer knacken und die Riesentitten gegen die Knie. Was auch immer. Hört sich aber echt gut an, Mann. Boah, ich liebe das, wenn er das so bildlich beschreibt. Nach einem Punch hat man den Kiefer knacken und die Riesentitten gegen die Knie klatschen. Die Bitch versucht jetzt Musik zu machen, aber sollte sie es lieber lassen. Ich bin ein Killer von Haus, mach deine Villa zu Staub. In einem Psychiater kannst du nach dem Track sicher gebrauchen. Halt deine behinderte Schnauze ein. Ich sag, du hast einen Schaden, meine ich damit nicht die Schminke am Auge. Gucci Girl, du bist nicht mal gerailt. Denn bei dir kriegt man noch bei der Vergewaltigung AIDS. Du fängst dir heute... Huch. Huch. Du bist nicht mal gerailt. Denn bei dir kriegt man noch bei der Vergewaltigung AIDS. Du fängst dir heute paar Brüche zurück an den Herd, denn du gehörst in Teufelsküche. Wenn du dir ne goldene Nase mit deinem Song verdienst, kann man sich sicher sein, dass sie 3 Tonnen wiegt. Hat Katja so eine fette Nase, Mann? Ist mir nie aufgefallen, Leute. Ist mir nie aufgefallen. Ey, wir schauen mal rein. Katja, whatever. Wie wird sie. Keiner weiß, wie sie geschrieben würden. Katja Krasavice. Und das Internet ist wieder im Minusbereich am Start gerade. Und die Standard-Skill-Facecam ist auch wieder da. Hat sie so eine fette Nase? Oh, ja doch, sehr, okay, doch, ja schon. Sie hat schon so ein bisschen so eine dicke Nase. Okay, doch. Ich sehe, was er meint. Ich sehe, was er meint. Schon so eine kleine Hexennase so ein bisschen. Also jetzt, ey, no offense, ich habe auch einen fetten Riechkolben, Mann. Leute, ich habe auch einen fetten Riechkolben, seht ihr? Ich habe auch einen richtig fetten Riechkolben. Aber ey, ich finde sie schlimm, Digga. Damit kann man schöne Sachen riechen. Mindset schauen wir uns auch noch an, Freunde. Ihr seht schon, kleine Spoiler, huch. Du wirst bis zum Leistenbruch genagelt. Jeder darf mal ran beim Reißverschlussverfahren. Richtiger Wahnsinn. Wenn du es nicht schon wärst, ich bock dich behindert zu schlagen. Es ist an der... Oh, ey, das ist auch eine gute Zeile, Mann. Das ist eine gute Zeile.
Er hat schon krassen Hass auf Katja, man merkt schon mal. Ey, Batch, ist krasser Hass auf Katja auf jeden Fall da. Zeit, dich zu morden, dann bist du endlich weg. Und YouTube befreit von den Sorgen. Lass die komische Scheiße. Ich wünsch dir einen guten Tag, doch nur ironischerweise. Eine sehr ruhige Hook mit übrigens, deinen Pornotitten. Ständig aufpassen, nicht nach vorn zu kippen. Du bist dieses Leben nicht wert. Du bist wie ich, weder Seele noch Herz. Aber finde ich mal du cool. Du fährst im Ferrari täglich umher, aber ich bin dein Gegenverkehr. Hier kommt der lyrische Sensen. War noch nicht auf Star, du bist sicherlich nicht weltbekannt. So Boss Bitch hast du dich selbst ernannt. Ich stecke dich samt deinem scheiß Pelz in Brand. Nach einem Punch hat man den Kiefer knacken und die Riesentitten gegen die Knie klatschen. Die Bitch versucht jetzt Musik zu machen, aber sollte sie es lieber lassen. Ey, krass, Mann. Sehr ruhiger Song, ruhige Bridge und dann noch eine sehr ruhige Hook, finde ich, im Vergleich. Ich möchte noch kurz nachschauen, wer es produziert hat, Leute. Es ist produziert von Black Rose Beats, okay. Ey, Fresh, kriegt ein Like auf jeden Fall, Mann. Freunde, wir kommen auf jeden Fall zum kleinen großen Mini-Fazit. Ich muss sagen, es ist nicht der heftigste Diss-Track von Jack von Crack, ja. Er ist ein bisschen im Stromsparmodus gewesen, meiner Meinung nach. Und hat alles ein bisschen ruhiger angegangen. Was aber auch nicht schlecht war, weil ich persönlich habe, wie gesagt, ich finde auch Katja ist nicht mehr so schlimm. Sie ist nicht mehr so die Schlimmste, so whatever, wisst ihr? Es gibt Schlimmere, keine Ahnung. Auch die Prank-Pros sind nicht mehr so schlimm. Leute, YouTube ändert sich. Jolly ist weg. Katja und die Prank-Pros sind nicht mehr so schlimm. Wo sind wir gelandet, Freunde? Was ist hier los, Alter? Verkehrte Welt, aber es ist so. Ja, deswegen auf jeden Fall ein Diss-Track auf Sparflamme. Trotzdem cool, mal ein bisschen was Ruhigeres, bisschen was anderes, sag ich mal so. Und waren trotzdem ein paar coole Zeilen dabei. Ich liebe es, wie gesagt, wenn er so bildlich beschreibt und man sich so das vorstellen kann und dann so sieht, wie sie zerstückelt wird. Ich hab's gesehen im Kopf, Leute. Es war ein Splatter-Film, ja. Deswegen trotzdem cool das Ding und ich würde sagen, lasst auf jeden Fall nochmal Liebe und Support bei dem originalen Video da und dann schauen wir uns heute auch noch Mizab an, Freunde. Haben sich viele gewünscht, deswegen wird's auch dafür Zeit. Ja, habt noch einen wunderbaren Tag, bleibt fresh so wie immer und ciao.